Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Mods, SMP Style. Ja, es draußen regnet und stürmt, ist das widerlich. Also wird es Zeit, dass wir uns irgendwo anders hinbegeben, wo es ein bisschen schöner ist. Und ich würde sagen, wir beginnen damit, dass wir uns nochmal ein paar Ender-Chests machen. Und weil wir das oft brauchen, packen wir das jetzt ins Autocrafting. Also ja, das können wir von unten machen. Da, 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 da. Also, eine Truhe, das weiß ich schon mal. Eine Truhe, dann brauche ich 4 Blaze Rods, wenn ich mich richtig erinnere. Eine Enderperle und 2 Obsidian. Kommt das etwa hin? Gucken wir nochmal. Ah, und noch ein Stückchen Wolle. Na, das können wir auch noch liefern. Das ist kein Problem. So, ab damit in die... Na, wir haben gar nicht mehr so viel Plätze frei. Hier unten, der ist mal frei. Den nehmen wir mal. Also Obsidian, war das so, so, so und dann außenrum das oder soll die Enderperle in die Mitte? Vielleicht so? Ja, so rum war es, genau. Also, denn wir brauchen wieder 2 von denen und ich habe keine Lust, das immer noch herzustellen, weil werden wir noch ein paar Mal brauchen. Also 2 Ender Chests bitte. Außerdem hätte ich gerne 2 Ink Sacks. Mindestens mal. Ich glaube 3. Und dann brauchen wir noch ein paar Bohnen, oder? Wie war das hier? Schwarz, weiß, weiß und schwarz, schwarz, braun. Genau. Denn wir brauchen nochmal die Truhen, die wir uns jetzt gemacht haben, für Wareneingang und Warenausgang, beziehungsweise Piet und Wareneingang. Und die machen wir uns jetzt mal fix. Also, einmal schwarz, weiß, weiß und einmal schwarz, na? Ich sagte schwarz, schwarz, braun. So, hier ist Piet drin, da ist nichts drin. Wunderbar, so gehört sich das. Denn mit denen gehen wir jetzt gleich mal ein bisschen spielen. So, dann brauchen wir noch ganze 9 Piet-Fired Engines. Komm zu Papa. Und genauso viele Supplier. Supplier? Supplier? Supplier Logistic Pipes. Und eine Provider Pipe. Haben wir noch nicht, hm? Ich glaube, wir hatten das mit einer Pipe gemacht letztes Mal, oder? Provider Logistic Pipe, genau. Das ist nämlich einfach nur Glowstone und eine Basic Logistic Pipe. Das kriegen wir doch locker hin. Haben wir damit alles? Dann nehmen wir noch ein paar normale Pipes mit. Ich weiß nämlich nicht, ob es reicht. Also hier, komm, wo bleibt meine Basic? Hallo? Ich habe eine Basic Logistic Pipe bestellt. Dankeschön, Dankeschön. Danke, der Herr. So, jetzt brauchen wir noch ein paar normale Pipes. Hier. Und dann nehmen wir einen Golden Conductives mit. Das wird nicht reichen. Und Wooden Conductives auch nicht. Also, wie viele haben wir? 5 Wooden Conductives haben wir mitgenommen. Das habe ich gesehen. Das heißt, ich brauche mindestens mal noch davon 4. Und von den Golden Conductives bestellen wir uns nochmal 8. Das hat natürlich alles seinen Plan. Und ihr werdet auch gleich sehen, welcher das ist. So. Jetzt machen wir uns noch ein etwas teureres Rezept. Ich war nämlich ein bisschen meinen in der Zwischenzeit, deswegen bin ich wieder ganz gut mit Ressourcen bestückt. Und zwar brauchen wir das noch. Na, komm. Ja, genau, ihr habt es schon richtig erraten. Wir machen uns Diamond Gears als Rezept. Kostet uns wieder 4 Diamanten, aber hey, wir haben schon MFSU im Auto-Crafting-System und der ist immerhin mit seinen 10 Diamanten etwas teurer. So, importieren. Dekadent ist nun mal dekadent. Tja, genau. Jetzt wollen wir uns was anderes herstellen. Und zwar gibt es da so ein schönes Item, das nennt sich Quarry. Hier, sagt bestimmt einigen von euch was. Wir brauchen eine Diamond Pickaxe, 2 Diamond Gears, 2 Gold Gears und 3 Eisen Gears und einen Redstone. Kein Problem, machen wir einen Redstone. So, fertig. Nee, Quatsch. 3 Iron Gears. 2 Golden Gears. 2 Diamond Gears. Und dann brauchen wir noch 3 Diamanten. Und Sticks hätte ich gerne noch. Ach so, ja klar. Weil wir es im Crafting-System haben, taucht unter Supplies natürlich nicht mehr auf. Na? Genau, da müssen wir es jetzt haben. Jetzt müssen wir hoch zu unserem Crafting Table, denn wir haben ja leider keinen tragbaren Crafting Table.
Aber nicht verzagen, ich habe mich in letzter Zeit noch mal ein bisschen mit dem Logistiksystem auseinandergesetzt und was sehr Interessantes gefunden. Das wird euch bestimmt gefallen. So, so, so. Und die Damen dahin. Und wir haben ein Quarry. Wunderbar. Das haben wir da schon mal alles zusammen. Jetzt brauchen wir noch was. Und zwar brauchen wir noch 3 Redstone-Fackeln. Wir nehmen 4 mit und 3 Lapis. So. Denn aus 3 von diesen Redstone-Fackeln machen wir sogenannte Landmarks. Und wofür wir die brauchen, das zeige ich euch auch gleich. Drill ist aufgeladen, Jetpack ist full, Labpack ist auch full. Wunderbar, wunderbar. Dann haben wir ja eigentlich schon fast alles, was wir brauchen. Ja, ich würde mal sagen, wir begeben uns mal in die Bergbauwelt und suchen uns da mal einen schönen Platz aus. Ich habe da schon was entdeckt, da hat jemand schon ein kleines Loch in den Boden gebuddelt. Und das ist ideal, um euch mal ein bisschen so die Ressourcenverteilung der Welt zu zeigen. Ich werde da wahrscheinlich nochmal mich an der Wand ein bisschen bedienen in der Zukunft. Oder wir setzen uns daneben, je nachdem, müssen wir mal schauen. Aber was man dort schön sehen kann, ist die Tatsache, wie Ressourcen in der Welt aufgeteilt sind. Jo. So. Also, Jetpack ist an. Gut, dann gehen wir doch mal nach unten und ich würde mal sagen, wir beschleunigen es. Nein, nicht wirklich. So, wir begeben uns mal nach unten und wir sehen schön die Segmentschichten, wenn man das so sagen will. Seit Beginn dabei. Ja. Und was wir hier schön sehen können, ist im Prinzip in den obersten Schichten, das liegt daran, dass diese Welt so hoch ist. Ja? Also das Grundlevel hier oben liegt bei 128 Blöcken oder sowas. Und eigentlich beginnen die richtig interessanten Sachen erst ab hier, wenn man mal so schaut. Eisen, Kupfer und dergleichen. Und erst hier unten wird es richtig interessant. Also die untersten 16 Blöcke enthalten Diamanten und ja, so Zeug. Kann schon sein, dass der Neon war. Genau. Spielt mit Final zusammen. Gleich. Ja. Also wir sehen im Prinzip, auch hier sind dann zum Beispiel die Edelsteine, die es jetzt neu gibt und sowas. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, da oben einen Quarry hinzusetzen. Außer man will ein großes, tiefes Loch haben. Ansonsten ist hier ziemlich eigentlich erst so etwa ab der Höhe interessant, was abzubauen. Und ich würde sagen, da begeben wir uns mal hin. Hier ist eine Spalte, da ist eine Höhle. Aber ansonsten, ich bin mir nicht so schlüssig, auf welche Seite ich hier, ob ich mir eine eigene Höhle baue oder ob ich hier einfach angrenze. Ich glaube, ich grenze hier einfach mal an. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und ich würde sagen, wir beginnen etwa ab hier. Wo sind wir denn hier? So bei 50, 55. Genau, jetzt picken wir mal hier was aus der Wand raus. Ah, das ist immer so kompliziert da. Ach komm, gehen wir auf 60. So. Block Nummer 1 und Block Nummer 2. Wunderbar. So. Wo sind wir? Y62. Nein, dann gehen wir noch ein Stück tiefer. Auf 60. Was wir jetzt tun werden, wird vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen wehtun. Aber so ist es halt nun mal. Ich kann es jetzt auch nicht ändern. So, wir machen uns hier erstmal ein bisschen Platz. Das können wir mal wieder ausschalten. Und zwar werden wir den Quarry jetzt hier direkt hin positionieren. Ich würde mal sagen, wir machen es sogar so, dass wir nicht mal eine Ecke stehen lassen. Das wäre viel zu langweilig. Sondern wir platzieren unseren Quarry dann hier so und schneiden direkt da an. Das ist nämlich die Maximalgröße eines Quarries. Müssen wir gleich mal gucken, was da los ist. Also, und wofür brauchen wir jetzt die Landmark? Na, das ist ganz einfach. Mit der Landmark kann man den Bereich abstecken, in dem ein Quarry arbeiten soll. Und wir wollen, dass er hier arbeitet. Oder warte mal, nee, das stimmt so nicht. Hat mich getäuscht. Hier wollen wir, dass er anfängt, genau. Und jetzt können wir entweder einen Schalter neben dran setzen oder eine Redstone-Fackel. Und damit projiziert er uns dann sozusagen eine Linie auf in alle Himmelsrichtungen. Und wir können diese Linie jetzt nutzen,
um die anderen Eckpunkte abzustecken. Und ich würde sagen, wir nehmen auch einfach, da wir hier auf dem Server sind, die maximale Größe eines Queries. Damit machen wir uns gar nicht lang rum. Das heißt, wir popeln noch hier das Stück aus der Wand. Und bei einem Query reicht Supplienz vollkommen, die drei Eckpunkte abzustecken. Daraus lässt sich ein Viereck konstruieren. Also wir müssen nicht ganz nach da hinten in die Ecke, aber hier der Linie müssen wir jetzt folgen, um sozusagen die andere Ecke abstecken zu können. Und dann wird hier unten drunter alles schön abgebaut. So, das machen wir jetzt einfach mal. Ich arbeite mich jetzt mal hier durch. Oh, guck mal, das ist eine kleine Höhle, das ist praktisch. Gut, die ist, überschneidet sich zwar ein bisschen mit unserem Quarry, aber das ist mir jetzt auch egal. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir da hinten rankommen. Wir nehmen natürlich auch noch mit, was so auf dem Weg da liegen bleibt. Das wäre ein bisschen dekadent, das einfach übrig zu lassen. Und natürlich muss man, ein Quarry schneidet im Prinzip halt einfach nur einen Block. Also wir werden ihn gleich in Arbeit sehen, dementsprechend brauche ich dann nicht schon allzu viel dazu verlieren, was da passiert. Aber er baut im Prinzip ein großes, naja, ein großes Block aus der Welt. Man kann selbst definieren, wie groß dieser Bereich sein soll, mit diesen Landmarks eben. Wir gehen jetzt aber auf Maximalgröße und mein Battery Pack, mein Drill ist leer. So, na komm. So, und mit der maximalen Größe holt man natürlich auch maximal viel aus der Wand, aber er geht natürlich nur bis zu den Randgrenzen und dadurch entsteht dann diese schöne dieser schöne Segmentschnitt, den ihr da gesehen habt. Und hier ist ein bisschen Uran in der Wand. Das verschmähen wir auch nicht. So. Na komm, jetzt müssten wir doch langsam mal am Ende angekommen sein, oder? Sehen auf der Karte, wir graben uns da unter so einen anderen Block, wo ich schon mal angefangen hatte, mit was anderem zu testen. So. Hier stellen wir jetzt unsere letzte Landmark hin. Und jetzt schnell hier raus. Denn, ja, Jetpack anschmeißen, sonst fallen wir da vorne gleich in einen tiefen Abgrund. So, und wenn wir jetzt können wir die Fackel hier wegnehmen. Jetzt machen wir einen Rechtsklick auf das Ganze und wir sehen, dass da so ein Viereck entsteht. Und zwar auf allen Seiten. Also im Prinzip da hinten irgendwo schneiden die sich auch nochmal die Linien. Und bis dorthin wird unser Quarry von der Größe her reichen. So, wir sehen hier, das ist im Prinzip der Bereich, den er abbauen wird. Machen wir uns jetzt mal noch ein bisschen mehr Platz hier. Einfach mal spaßeshalber, um dann auch ein bisschen Freiheit zu haben in der Art, wie wir das Ganze hier aufbauen. Denn da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Ihr werdet gleich sehen, wofür. Denn so ein Quarry will, der arbeitet nicht von alleine, sondern der will mit Energie versorgt werden. Und in unserem Fall werden wir das mit Peat machen, also mit Torf. Denn davon haben wir momentan noch durchaus genug. Und eine Peat-Fired Engine, eine Torf, ein Torfantrieb, eine Torfmaschine produziert 1 Megajoule pro Tick. Wir brauchen für einen Quarry, damit er maximal effizient läuft, 9 Megajoule pro Tick. Deswegen die neuen, die neuen Peat-Fired Engines. So, wir platzieren jetzt den Quarry hier. Und dann sehen wir erstens, dass der Quarry jetzt alle Chunks geladen behält, die 25, in denen wir uns befinden. Und wir sehen, dass die Linien durch so ein gelb-schwarzes Band abgegrenzt wurden. Das anderen sind die Landmarks jetzt runtergefallen, eine da vorne und die andere da hinten. Ich habe jetzt aber keine Lust, die zu holen, das ist mir jetzt echt nicht wert. Vielleicht die andere, die da runtergefallen ist, aber jetzt machen wir erstmal weiter. So, der Quarry kann entweder seinen Inhalt in Truhen ausgeben, die angrenzen, oder in eine Pipe, die angrenzt. Naja, in unserem Fall, wir wollen es sowieso in die Wareneingangstruhe packen, also bauen wir das Ganze einfach so auf, dass wir direkt unseren Inhalt in eine Truhe ausgeben. Und zwar stellen wir die jetzt einfach da daneben. So. Bleibt noch die Energieversorgung. Und dazu müssen wir jetzt mal unsere Engines aufstellen, unsere Peat-Fired Engines. Und ich überlege jetzt gerade, wie ich das am dümmsten angehe, sodass ich mir auch möglichst alles verbauen, mich hier nicht mehr bewegen kann. Wie viel Platz haben wir denn hier? Na, das wird mir nicht reichen. Nicht so, wie ich mir das vorstelle. Okay, wenn ich das dann doch über die Decke lege, wäre es wahrscheinlich am einfachsten. Dann komme ich hier runter. Genau. Dann machen wir es eben über die Decke. Also, hier, hier, hier. Dann können wir uns hier nicht bewegen, denn wir müssen es noch versorgen. Und dann, ja, hier so. Das sollte ausreichen. Das sollte reichlich Platz sein für das, was wir vorhaben. Schauen mal, ob wir auch von der Platz her genug Platz haben. Das war jetzt wieder super schlaue Satzformulierung.
Aber wir gucken mal tatsächlich, so kriegen wir die alle dahin. Jetzt wollen die natürlich noch Wooden Pipes haben, damit sie ihren Strom auch irgendwohin ausgeben können. So, na. Das wird übrigens jede Menge Asche erzeugen. Da müssen wir uns dann auch mal überlegen, was wir damit machen. So, dann machen wir daraus doch mal ein komplettes Netzwerk, was irgendwie angebunden ist. So. Und so, genau. Und jetzt müssen wir das Ganze noch mit Strom versorgen. Und dafür haben wir natürlich kein Redstone mitgenommen. Naja, gut, das holen wir uns dann gleich. Vielleicht kann ich es auch irgendwo aus der Wand hier kratzen, dann muss ich nicht nach Hause. Aber jetzt richten wir das hier alles erstmal aus und richten erstmal alles ein und dann passt das schon, weil für den Rest haben wir uns schon ausreichend versorgt. So. Und ganz ehrlich, ich glaube, das mache ich unten drunter. Dann habe ich hier wirklich freie Handhabe und muss mich hier nicht mit irgendwelchem Platzgedöns auseinandersetzen. Und da ist der Drill wieder leer. Selbstverständlich. Das passiert eben, wenn man nicht Labpack und Jetpack zusammen haben kann. Aber keine Angst, auch dafür werde ich bald noch eine Lösung präsentieren. Wenn wir denn dann mit dem Quarry ein bisschen gearbeitet haben und dann auch so ein paar Sachen bekommen, die wir dafür nützlich verwenden könnten. So, ich glaube, hier brauche ich auch noch ein bisschen Platz. Also, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich die Provider Logistic Pipe und wir brauchen die Satellite Logistic, die Supplier. Gut, ich dachte gerade, ich habe Satellite Pipes gebaut. So, Supplier Logistic Pipes. Hierhin. Und eine Provider Logistic Pipe hierhin und eine Ender Chest mit Inhalt. Ja, von mir aus hierhin. So, und die sorgt jetzt dafür, dass wir, naja gut, alles eben. Und dann schauen wir mal, dass wir pro Engine 8 Peat zur Verfügung halten. Also, wenn ich das jetzt richtig mache, dann sollte hier jetzt in die erste Engine gleich mal 8 Peat reinflitzen. Na, natürlich fehlt noch was, das ich ganz vergessen habe. Aber darum kümmern wir uns gleich. Denn ja, seit neuestem braucht das Ganze hier Strom. Wir erinnern uns dran. Da das aber so schön funktioniert hat bei der Zuckergrasfarm mit 5 Redstone-Engines, werde ich das hier genauso machen. So. Schön Torf rein in jede Maschine und Partial Requests können wir anschalten. Genau. So. So, jetzt wäre es schön, wenn ich das andere System schon hätte, was ich eigentlich vorhatte, aber naja, gut, egal. Das können wir da wieder reinpacken. Das ist Überschuss. Okay, und dann brauchen wir eigentlich noch eine Leitung, die uns ermöglicht, da drüben an die Truhe zu kommen. Und warum? Das hat natürlich auch seinen Grund. Machen wir das doch einfach noch ein bisschen tiefer. So. Und da legen wir jetzt basically just hier Stone Transport Pipes hin. Und nach da und hier oben kommt dann gleich noch eine Basic Logistic Pipe. So, ich würde sagen, wir reisen mal kurz zurück. Und naja, wenn wir schon mal dabei sind, ich würde mal sagen, mir geht es ein bisschen auf die Nerven, die ganze Zeit nach Hause rennen zu müssen, wenn ich irgendwas brauche. Dementsprechend werden wir jetzt ein System implementieren, welches uns diese Arbeit komplett abnimmt. Und das ist richtig cool. Das wird euch gefallen. So, erstmal wieder Sachen aufladen. So. Und zwar brauchen wir dafür Folgendes. Wir wollen eine Remote Orderer Pipe, Logistic Pipe und einen Remote Orderer. Und dazu brauchen wir viel Glas, zwei Diamond Gear, eine Basic Logistic Pipe, eine Enderperle und eine Ender Chest. Wo auch immer die jetzt schon wieder ist. Genau. Hier. Oh, uns fehlt ein Holz. Na, das ist ja wieder super. Dann müssen wir wohl noch mal ein bisschen Holz fällen gehen. Also erstmal die Remote Orderer Pipe und dann bauen wir das Remote Ordering Tool zusammen. Das sieht so aus. Jetzt haben wir erstmal die zwei Sachen. Und holen uns jetzt irgendwo noch mal schnell ein bisschen Holz. Vielleicht von einem unserer Apfelbäume. Können wir ja wieder pflanzen, wenn wir noch mal welche brauchen. So.
Das reicht auf jeden Fall jetzt mal für das, was ich kurz demonstrieren möchte. Hopp, hopp. Achso, wir können auch gleich mal ein paar Äpfel essen. Wenn wir schon dabei sind. So. Ja. Sortieren wir das Zeug weg. Okay, mit Landmarks und Golden Conductive Pipes hast du offensichtlich nichts. Weißt du nicht, was du damit machen sollst? Kein Problem. Bring ich dir bei. Machen wir doch alles, ist kein Problem. So, jetzt darf ich mir aber bitte eine Ender-Chest bestellen, oder? Genau. Und, naja, es gibt eben nicht nur Ender-Chests, sondern es gibt auch Ender-Pouches, die wir hier sehen. Und dazu brauchen wir Blaze-Powder, Wolle, Leder und eine Ender-Perle. Also, Monster-Drops. Wir nehmen uns zwei Blaze-Rods, zwei Ender-Perlen, ein bisschen... Ah, wir haben nur einmal Leder. Okay. Na, das reicht erstmal für den Anfang. Wir müssen mal ein bisschen Leder sammeln gehen. Und noch einmal Wolle. Und ein paar Blaze Rods muss ich in Zukunft auch holen. Wenn man einen Blaze Rods normalerweise einfach in den Crafting Table lädt, dann bekommt man eben zwei Blaze Rods raus. Wenn ihr aber Blaze Rods in den Macerator schmeißt, dann bekommt ihr fünf Blaze Rods raus. Also ziemlich coole Sache. Und ermöglicht uns den Bau einer Ender Pouch. Und eine Ender Pouch ist im Prinzip einfach eine Tasche, die genauso funktioniert wie eine Ender Perle, wie eine Ender Chest. Also das heißt, wenn sie die gleiche Farbe haben, sind sie überall miteinander verlinkt. So, jetzt brauchen wir noch eine neue Farbe für das, was wir hier anstreben. Und ich würde sagen, wir nehmen Rot. Ja, Rot, Weiß, Weiß-Rot, Weiß-Rot, Rot-Weiß. Keine Ahnung, irgendwas mit Rot. Wird sich schon ergeben. Und ich zeige euch jetzt mal was richtig Cooles. Das ist freaky. Also ich habe hier mein komplettes System, mit dem ich alles bestellen kann. So, jetzt habe ich hier noch eine Ender-Chest. Und diese Ender-Chest hänge ich jetzt... Wo habe ich denn noch ein bisschen Platz? Hier hätte ich noch ein bisschen Platz. Da. Ne, da müsste ich dann eine neue Pipe dran hängen. Ja, doch, die kann ich hier hin machen. Dann mache ich die da weg. Und die kann da bleiben. Dann bestellen wir uns noch schnell eine Basic Logistic Pipe eine. Genau. So. Na, komm her. Wobei, warte mal, das hätte ich mir sparen können. Ne, Basic Logistic Pipe brauche ich nicht. Wir machen hier eine Remote Order Pipe hin. So heißt dieses Ding. Und wir sehen, dass es hier ganz normal funktioniert, aber auch an die Truhe angebunden ist. Und jetzt kommt das richtig coole. Erstmal färben wir die noch schnell ein. Also schwarz, rot, weiß. Genau. Jetzt können wir unsere Ender Pouch einfach mit einer Ender Chest linken, indem wir Rechtsklick drauf machen. Wir sehen, wenn ich jetzt hier in diese Truhe öffne und da rot was reinlege, dann kann ich hier die Ender Pouch aufmachen und es ist genau das gleiche. Ich kann jetzt aber auch zum Beispiel die hier linken. Wenn ich die aufmache, dann sehe ich, na gut, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber hier in der habe ich jetzt zum Beispiel Kohle. Einfach Rechtsklick drauf und ihr linkt eure Ender Pouch zu dieser Truhe. Solltet ihr natürlich dran denken, dass wenn ihr auf eine andere Ender Chest drückt, nicht unbedingt die Pouch in der Hand haltet. So. Naja, was bringt mir das Ganze jetzt, werdet ihr euch fragen. Naja, ich nehme jetzt dieses Remote Orderer Tool. Machen Rechtsklick auf die Pipe und jetzt seht ihr Connected to Pipe. Und jetzt wird's richtig lustig. Wenn ich jetzt dieses Remote Order Tool kann ich irgendwo öffnen, wie ihr sehen könnt. Und ich bestelle mir jetzt zum Beispiel mal 20 Redstone. Dann landen diese 20 Redstone in dieser Truhe, denn sie landen bei dieser Remote Order Pipe und die hat einen Interface nebendran, deswegen landen sie in der Truhe. So, und wenn ich jetzt meinen Ender Pouch aufmache, dann habe ich da die 20 Redstone. Ich will mir die gleiche nochmal machen für die Ausgabetruhe, sodass ich dann mein Zeug auch einfach wieder weglegen kann. So wie das hier. Aber für den Augenblick sorgt das mal dafür, dass ich mir von überall in der Welt bestellen kann, was ich bitteschön brauche. Und das, meine Freunde, ist mal richtig cool. So, die Backpacks kann ich dann nämlich bald austauschen. Dann packe ich mir nämlich einfach eine Ender Chest rein, die mit meinem Eingangssystem geknüpft ist und dann kann ich, wenn ich irgendwas abbaue, direkt zu Hause in mein Sortiersystem packen, ohne auch nur ansatzweise in der Nähe davon sein zu müssen. Na, ist das cool? Ich habe euch versprochen, das ist cool. Also ich finde es cool. Vielleicht ihr nicht, aber ich finde es cool. Ich meine, guck mal, ich stehe hier und... Oh, Menno. Okay,
Cross-Dimensional funktioniert es offensichtlich noch nicht. Leider. Aber ich kann jetzt einfach... ja gut, in der Oberwelt geht es halt. Hier, stelle ich mir jetzt zum Beispiel... Was brauche ich denn noch da unten? Ich brauche noch eine Logistik-Pipe, Power Junction. Dann brauche ich... 5 Redstone Engines. 2 Redstone Torches. Ah, es fehlt schon wieder Holz. Ich sehe schon, das wird das nächste sein, mit dem wir uns beschäftigen. Eine Holzfarm. Lasst mich in Ruhe. Ich will mich mit euch nicht anlegen. Ich will nur ein bisschen Holz abbauen. Der Baum hier sieht aus, als würde er mir ein bisschen Holz geben wollen. Und dann muss ich mich nochmal um Kühe kümmern. Ah, Creeper. Ein Teil des Creepers hat es bis nach da vorne geschafft. Sehr schick. So, wir bauen noch ein bisschen Holz ab. Also, was wollte ich Ihnen sagen? Naja, schade, dass das nicht cross-dimensional funktioniert. Das wäre wirklich cool, wenn das Remote Order Tool die Pipe über Dimensionen hinweg erkennen würde. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das machen kann, dass ich dann sozusagen... Weil die Ender Pouch und die Ender Chest funktionieren über Dimensionen hinweg. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Naja. Was soll's, ne? Wir gehen mal wieder nach Hause. Schmeißen mal unsere reichhaltige Holzausbeute in das Sortiersystem. Das kann da auch rein. Ihr seht übrigens, ich habe meine Zuckergrasfarm ausgemacht, denn wir haben eindeutig zu viel davon. Also, was hatten wir? Wir hatten die Redstone Torch, wir hatten die Logistic Power Junction, wir hatten allerdings noch nicht die 5 Redstone Engines, die wir noch haben wollen. Außerdem nehmen wir uns noch vielleicht 2 Basic Logistic Pipes mit und ein paar normale Stone Transport Pipes sind sicherlich auch nicht schädlich. Und na, so ein Hebel noch. So ein Hebel. Und was brauchen wir da noch? Ein bisschen Redstone wäre auch noch nicht verkehrt. So, und das sollte jetzt alles nach und nach hier drin landen, wie wir schön sehen können. Und ich bin zuversichtlich, dass wir damit dann endlich mal unseren Quarry anschmeißen dürfen. So. Was ich auch noch machen sollte. Oh. Okay, merke, man klicke nicht mit einer Ender-Pouch in der Hand auf einen Bookstand. Das geht wohl offensichtlich schief. Warum auch immer. Ja, ich will mir kurz noch ein Buch stehlen. Ich muss das auch mal in meinem System beibringen. Denn ich würde gerne mir dorthin direkt mal ein Buch machen. Zu meinem Quarry-Setup. Dass ich da nicht jedes Mal hinrennen muss. Das ist vor allem für euch interessant. Schade, dass das hier nicht funktioniert. Das wäre echt schick gewesen. Na gut, was zum Kuckuck geht hier gerade ab? Warum fliege ich laufend raus? Sehr seltsam. Sehr seltsam. Schwarze Linie, wie sie quer rüber geht. Und die wird sich übrigens gleich nochmal optisch ein bisschen verändern. So. Touchdown! Ja, ich würde sagen, ich mache meinen Linking Book mal hier. Das kann ich schon mal in die Tasche packen. Gut, was wollten wir? Wir wollten uns mal die ganzen Sachen hier rausholen. Die brauchen wir nämlich jetzt. So, zum einen machen wir mal hier unten die Logistikpipe hin. Und sagen dieser Logistikpipe Default Route Yes. Ja, wir wollen nämlich, dass die da die Möglichkeit hat. So. Und vielleicht da drüben noch ein bisschen was wegmachen. Ich habe nämlich keine Steine mehr in der Tasche. Die habe ich vorhin alle weggeräumt. Ach, immer dieser Ordnungszwang. Schlimm. So, auf jeden Fall sollte ich jetzt in der Lage sein, hier zuzumachen. So, hier auch, und da auch, und da auch. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist es doch so, dass wenn ich hier jetzt Redstone drauflege, so ganz klassisch, dass ich dann hier hinten einen, wir probieren das mal kurz aus, einen Hebel hinmachen kann. Und dann sollten diese Maschinen eigentlich versuchen zu laufen. Oder muss ich eins tiefer machen? Das weiß ich jetzt nicht. Ist ja auch egal. Also, was wir jetzt erstmal noch machen, ist, wir packen diese Logistic Power Junction hier nebendran. Noch ein paar Steine holen.
Dum, 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 dum. So, das sollte reichen. Einen Stein nach da. Dann kann man mal arbeiten. Logistik, Power Junction. Bitteschön, Dankeschön. Und eine Redstone Engine. Noch eine. Noch eine, noch eine und noch eine. Die irgendwie falsch orientiert ist. So. Ah, zwei Redstone-Fackeln werden es hier wohl nicht tun. Und da habe ich mich etwas verkalkuliert. Naja, aber so sind es zumindest schon mal vier. Und können wir uns die Logistik Power Junction noch anschauen? Nee, haben wir keinen Zugriff mehr drauf. Gut, dann machen wir hier nochmal auf. So, also da geht auf jeden Fall gerade ein bisschen Energie rein. Nicht sonderlich viel, aber immerhin ein bisschen was. Vielleicht, wenn ich die mit hier rüber verbinde, dann könnte das vielleicht ja funktionieren. So, warte mal. Okay, so. Ah, gut, so geht wenigstens die. Dann könnte ich den Stein hier unten anders platzieren. So. Also auf die Art und Weise funktionieren die zwei da oben. Dann funktionierst du so. Und du kannst dann da stehen. So. Damit sollten die jetzt alle laufen. So, jetzt ist nur noch die Frage, ob dieses Logistiknetzwerk irgendwann mal genug Energie bekommt, um die Anfragen der Engines zu bearbeiten. Und wir setzen hier hinten noch ein paar Steinchen hin mit der Hoffnung, dass es funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und hier ein Hebel hin. So. Irgendwann hoffe ich, dass jetzt hier ein bisschen Piet rausgesaugt wird und in diesen Maschinen landet und ja. 330. Jederzeit, mein Freund. Jederzeit könntest du jetzt beginnen. Ah, wir können ja mal gucken, ob das Signal ankommt. Das geht ja schnell. Ja, also das Redstone-Signal hier hinten funktioniert. Jetzt müssen wir theoretisch nur noch darauf warten, dass das Logistiknetzwerk genügend Energie bekommt. Und wir sehen, hier läuft auch schon ein bisschen Energie rüber. Das ist fein. Fein, fein, fein. So, damit müsste das eigentlich funktionieren. Wie gesagt, die Logistik Power Junction hier hinten könnte noch ein bisschen fixer sich laden. Ah, jetzt habe ich keine Golden Conductors mehr dabei, ne? Sonst hätte ich das mal kurz pushen können. Na, ist ja auch egal. Irgendwann wird sich's schon laden. 550. Sollte das nicht langsam mal genug sein? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Gut, was wir jetzt allerdings sehen sollten, das sollte zumindest schon mal passieren bei dem Quarry, oder? Ach, wisst ihr was? Wir versorgen das jetzt mal kurz per Hand. Denn es sind dann automatisch 7 drin, also es müsste eigentlich dann sowieso was nachgeliefert werden mit der Zeit, um die 8 zu erfüllen. Wir können jetzt erstmal alle Maschinen mit ein bisschen Torf befüllen, um den Quarry mal einen kleinen Start zu verschaffen. So, was wir jetzt sehen, ist das hier oben. Seht ihr, dass hier oben auf einmal ein Spalt entsteht? Ja, das liegt daran, dass dieser Bereich, der jetzt durch diese Markierungen hier abgegrenzt ist, erstmal komplett freigemacht wird. Und dazu muss man sagen, das wird jetzt hier alles zerstört. Deswegen habe ich gesagt, dafür werden mich jetzt vielleicht der eine oder andere hassen, aber dieser ganze Bereich, der jetzt durch dieses gelbe Tape sozusagen umrandet ist, wird komplett zerstört. Der wird erstmal freigemacht. Denn in diesem Bereich muss sich der Arm des Quarries bewegen können. Und dazu muss eben erstmal Platz sein. In der Mitte von dem Quarry fliegt jetzt irgendwo so ein kleiner Roboter rum. Und vielleicht sieht man den Laserstrahl gleich mal, wenn er hier drüben irgendwie was abbaut. Na, da war er gerade zu sehen. Also so ein kleiner Laserstrahl, der hier jetzt die Steine aus der Wand schneidet. Und das macht er jetzt eben, bis nichts mehr da ist. Und da vorne ist ein bisschen Gravel runtergefallen. Ist aber kein Problem. Das wird auch trotzdem noch dann beseitigt. Und wenn er damit fertig ist, dann wird sich hier ein bisschen strukturell was tun an dieser Umrandung. Das werdet ihr dann auch noch sehen. Und dann beginnt der Quarry an sich eigentlich erst wirklich zu arbeiten. So, wir können das hier mal wieder alles wegtun. Ihr seht auch, das funktioniert schon wunderbar. Ich frage mich persönlich, ob das hier auch schon wunderbar funktioniert, ob da mittlerweile vielleicht mal ein neues Piet nachgefüllt wurde. Nein, nicht wirklich. Sondern wenn ich dich drehe, pusht du dann die Redstone Engine, sodass sie schneller wird? Das habe ich mich schon immer gefragt, was das bringt. Ha, tatsächlich. Dann machen wir das doch mal kurz.
1200, das müsste doch schon genug sein. Ah, ich weiß, was hier los ist. Seht ihr es auch? Diese Pipe connected nicht. Also eine Supplier Pipe funktioniert offensichtlich nicht. Und ich habe gerade meine Basic Logistics weggepackt, richtig? Natürlich habe ich das. Okay, das heißt, wir können dieses ganze Setup hier einfach nochmal abbauen. Hey, schön da geblieben. Denn wir müssen das leider einen Block nach hinten versetzen. Oder wir hätten die Engine einen Block nach hinten versetzen können. Hm, ne. Oder? Wenn wir die Engine nach da versetzen und das eins nach hinten. Das würde auch funktionieren. Ach, ist jetzt auch egal. Wir machen das einfach hier alles ein Stück weiter nach hinten. Das kriegen wir schon hin, oder? Würde ich sagen, Jungs. So, einmal da bitte. Einmal da bitte. So. Das hätte ich auch gerne in der Tasche. Und dich ebenfalls. Du kommst nämlich jetzt hier oben drauf. So. Und dann dich da. Dich da. Da und da. Und ich habe tatsächlich schon wieder einen Stein zu wenig. Dann picken wir uns das doch hier nochmal aus der Wand raus. So. Und was ich dann auch noch machen werde, ist mir noch einen weiteren Chunk-Loading-Block holen. Denn wir sehen dieser Bereich, also wenn wir mal oben auf die Karte schauen, dann sehen wir, dass der Quarry im Prinzip hier in dem Bereich arbeiten wird. Und ich bin mir nicht sicher, ob dieser Chunk hier geladen ist. Deswegen werde ich da auf jeden Fall nochmal einen vorsichtshalber einen Weltanker hinstellen. Nur zur Vorsicht. So, dich nach da. Und dann reisen wir mal zurück. Was wir dann noch machen müssten ist... Also wir bestellen uns mal einen von den Dingern. Einen Weltanker. Und den Rest können wir uns einfach mal kurz aus der Truhe holen. Das ist nochmal eine Basic Logistic Pipe und ein bisschen Redstone. So. Und jetzt können wir uns zur Bibliothek begeben und dort unser neues Bergbaubuch, was wir gerade erstellt haben, in das Receptacle schmeißen, beziehungsweise den Linkbook Modifier, und dann machen wir Interlinking und dann nennen wir das Ding noch Quarry. Und dann begeben wir uns doch einfach mal dahin. So, schön. So, Basic Logistic Pipe, daran bitte. Jetzt sollte eigentlich schon was passieren. Vielleicht auch nicht. Oder ich war mal wieder zu lahm. Keine Ahnung. Also gut, dich nach da. Noch ein bisschen Redstone oben drauf. So, jetzt laufen alle fünf, ne? Wunderbar. Können wir sogar hier wieder zumachen. Genau. 200 hat er es bisher gespeichert, oder? Sollte er eigentlich mal langsam genug sein, um diesen Engines ein bisschen mehr Pi zu geben. Aber das kommt bestimmt noch, ne? Oder? 225. Ne, der hat doch gerade eben was... Ja, wir sehen, er hat gerade eben irgendwas gemacht. Also er hat auf jeden Fall irgendwas Energie hin abgegeben. Vielleicht hat er eine... der hinteren Maschinen? Ne. Oder sie haben Asche ausgegeben. Das wäre natürlich möglich, dass sie Asche weggefahren haben, sozusagen. Ah ja, da unten sehen wir Asche. Und wir sehen, es war offensichtlich nicht genug Energie vorhanden, um ihn bis rüber zur Truhe zu bekommen. So wie es scheint. Schauen wir nochmal ein bisschen zu. Ich meine, klar, so verbrauchen die relativ viel, also... Da kommt halt nicht wirklich was rein, wenn man sich das so anschaut. Aber es ist, wenn die Maschinen mal richtig laufen, doch eigentlich genug, um so ein simples Logistiksystem wie das hier am Laufen zu halten. Und ich finde, das ist gar keine so schlechte Sache. So, meinen Weltanker muss ich noch hier irgendwo hinpflanzen. Machen wir das irgendwo da hinten am besten. Da so. So. Haben wir das auch geladen. Das ist sehr schön. Ah, wir sehen hier Asche. Ja, die versucht ihren Weg zu finden, ist aber dann teilweise nicht genug Energie da, um ein Item zu transportieren. Bisschen doof, muss ich schon so sagen. Wenn ich jetzt hier die Golden mal drehen würde. Wir können natürlich hier mal ein bisschen tricksen. Wir machen das mal kurz so. Und klauen dem Quarry jetzt mal kurz ein bisschen Energie. So. Ganz simpel. Und dann packen wir das dahin. Und dahin. Und dann brauchen wir noch zwei weitere.
Na, die haben wir doch hier. Und dann pushen wir mal diese Logistik Power Junction ein bisschen. So, jetzt sollte da ein bisschen mehr Energie reinfließen. Wie wir sehen können. Jetzt arbeiten nämlich gerade 9 Peat-Fired Engines dafür, diese Logistic Power Junction ein bisschen aufzuladen. Also das Setup ist soweit fertig. Ich finde gerade den Fehler nicht, aber vielleicht balanciert sich das von selbst noch. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder und bis dahin, wie immer, viel Spaß und ciao!